ist so meine Aal-Zander-Ansitzbox. Habe ich früher sehr oft gemacht. Sehr viel über den Zander gelernt in der Zeit. Mache das immer wieder gern mal mit dem Ansitz. Und hier ist eine gute Gelegenheit mal dazu, das wieder auszupacken. Im Herbst noch gestippt, im Winter ins Eisloch. Habe ich auch nicht gedacht, dass ich die beim Eisangeln verwende, die Köfis. Ganz einfach halten solche Montagen. Das ist wichtig. Licht machen ist auch wichtig. Das weiß ich von anderen Eisangelgeschichten auf andere Zielfische. Da kommen die Weißfische an, wenn Licht ist. Das könnte vielleicht auch die Zanderchen anlocken, obwohl ich eher nach der Struktur Löcher bohre, nicht nach Licht machen und dann kommt die Zander schon, wenn die Kleinfische sind. Wenn die Zander am Tag inaktiv sind, interessiert die das nicht, wo die Kleinfische sind. Arbeit ist die wärmste Jacke. Ist die Rute wieder runtergefallen.